Hallo ihr Lieben, in diesem Video erkläre ich dir den Nähbegriff Kappnaht. Also eine Kappnaht ist eine Naht, womit du mindestens mit zwei Nähten arbeiten musst. Eine Kappnaht verwendet man auch sehr häufig bei Kleidung mit Jeans, da man am Ende, wenn du diese Kappnaht genäht hast, keine Webkante oder eine Stoffkante siehst. So, hier habe ich schon mal was für dich vorbereitet. Und zwar, wenn du die Kappnaht nähst, musst du darauf achten, dass eine Stoffseite, also in dem Fall hier meine untere, dass die eine Nahtzugabe von mindestens 2 cm enthalten muss, da wir die am Ende rüberklappen und dann nochmal vernähen. Das heißt, dass du diese Stofflage hier oben, die kannst du ganz normal eine Nahtzugabe von 7 mm verwenden. Also du legst die Stoffe links auf links und vernähst die ganz normal einmal. So. Dann klappst du die Stoffteile auseinander. Denn jetzt legst du die Nahtzugabe mit 2 cm einmal hier auf diese Kante, wo du die Nahtzugabe von 7 mm hast. Dann legst du das so da drüber. So, dass die Kante von dem Stoff auf die Naht trifft. Und dann klappst du das um. Und jetzt vernähst du dann einfach von hier oben, knapp am Rand entlang, einmal hier runter. So, wie du siehst, ist jetzt hier die zwei Nähte. Die Kappnaht eignet sich auch super, wenn du zum Beispiel eine Jeanshose nähst und diesen Kappnahtstich in die Innenbeine mit vernähst. Weil so hast du dann keine nervige Overlocknaht, die dir dann die ganze Zeit am Bein entratscht. So ist alles schön flach und so kann auch nichts mehr stören. So, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Wenn du noch weitere Nähvideos sehen möchtest, dann schau einfach auf unseren Nähblog vorbei. Einfach unter www.dots-designs.de/lexikon. Ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Deine Jana.